Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 7. Willkommen zurück hier im Dschungel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Aufnahmesession heißt, ich werde mich jetzt hier erstmal langsam wieder so reinbringen, ne, in diese Staffel. Kennt ihr ja immer am Anfang einer Aufnahmesession. Muss ich einmal mich so ein bisschen auf den Stand bringen, was denn hier zuletzt getan würde, beziehungsweise was wir jetzt am besten als nächstes tun. Denn ich habe mir eben angewöhnt, sehr lange Aufnahmesession zu den einzelnen Staffeln zu machen. Sprich immer so, ich hoffe immer so auf 8 Folgen zu kommen, 7, 8 Folgen so am Stück mehr oder weniger aufzunehmen. Mich einfach mal 4 Stunden am Stück hinzusetzen und eine Staffel hindurch durchzuziehen. Heute werde ich es wahrscheinlich keine 4 Stunden schaffen, aber auch hier werden es mindestens 5 Folgen am Stück sein. Was ja dann auch schon wieder, wie viele Stunden sind? Mit Bearbeitung und so sind es dann auch 2,5 Stunden ungefähr. Genau, weil das funktioniert einfach besser insgesamt, als wenn ich jedes Mal, als wenn ich ständig hin und her wechsle, dann komme ich halt riesig durcheinander. Ich glaube, das macht sich auch bemerkbar, dass ich so ein bisschen geplanter durch die Folgen gehe. So, wir müssen jetzt einmal hier was gucken und zwar, wir haben hier Geräte ohne Strom. Achso, ja gut, das ist natürlich nachvollziehbar. Kümmern wir uns erstmal darum und zwar nehmen wir mal schön den hölzernen Strommast, buppen den einfach mal hier so hin, sollte auch schon reichen, zack. Und dann haben wir auch Strom hier in der Bude von Samantha. Eigentlich ganz schick hier mit dem Holz hier. Ich hätte ja so gerne hier so einen Zaun, den man hier anbauen könnte, ne? Das wäre so super. Also so direkt an die Kante. Leider kann man ja die Zäune hier in dem Fall immer nur so in die Mitte bauen, ne? Es wäre cool, wenn man da einstellen könnte, wo er genau hin soll. Ne, wenn ich so ein bisschen hier zur Seite gehe, dass er dann einfach hier außen angebaut wird. Das wäre schön, ist aber nicht so. Samantha, kümmerst du dich um den Kühlschrank? Nee, du kümmerst dich nicht um den Kühlschrank. Wir sollten tatsächlich beim Bauen... wer kann denn noch ganz gut bauen? Ja, niemand. Wir werden Jack einfach mal beim Bauen auch noch auf 2 setzen. Denn in der 5. Staffel haben wir ja mittlerweile gelernt, dass es sehr sinnvoll ist, 2 Leute beim Bauen priorisiert zu haben. Denn so wird immer schneller alles repariert, was so kaputt ist. So, warte mal. Also, gut. Energie haben wir jetzt hier in der Bude. Jetzt haben wir auch Licht. Sehr schön. Wir könnten natürlich... Übrigens sehr schön hier mit dem Licht, ne, wie das hier einfällt und so. Wir könnten hier natürlich eine Trennwand auch mal einbauen, ne? Einfach, damit es auch vielleicht ein bisschen interessanter aussieht. Ich bin mal interessiert jetzt an... Wenn ich hier jetzt... Achso, da brauchen wir auch eine Wand für, ne? Ich glaube, dann ist ihr Zimmer offiziell zu klein. Heißt, wenn wir eine Wand einbauen wollen... Ne, wundert euch nicht, ich mache hier... Ich gucke mal so, was mir denn noch so gefällt und so, ne? Wenn wir hier jetzt so eine Wand einbauen, dann wird es hier zumindest schon mal ein bisschen dunkler. Was mir, ehrlich gesagt, ganz gut gefällt. So könnten wir das machen. Dann ist es hier bei ihr ein bisschen dunkler in der Ecke. Und wir haben hier auch so einen kleinen Raumtrenner. Kann man hier, gibt's niedrige Wände, gibt's nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Wüsste ich ja doch nicht. Man könnte natürlich hier drin auch so, warte mal. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Wir könnten hier drin natürlich auch sehr gut mit den Stöcken arbeiten. So wie so ein... Na, wie nennt man denn die Dinger, die man so zusammenklappen kann? Mir fällt es gerade nicht ein. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Könnten wir hier bei Rita auch machen? Und das machen wir auch einfach. So, aber ansonsten müssen wir uns natürlich hier auch noch weiterhin ein bisschen um die Verteidigung kümmern. Dann machen wir mal bei Rita so klein. Denn wir haben ja, früher oder später werden wir Probleme haben mit der Verteidigung. Und Expeditionen müssen auch. Raumschiffmüll, siehst du, da können wir zum Beispiel direkt mal hin, wo wir gerade davon sprechen. Warte mal, Raumschiffmüll, Raumschiffmüll. Raumschifftrümmer, hier ist Raumschiffmüll. Jack ist bei Physiologie 8 mittlerweile, das ist ja gut.
Jack flitzt mal zum Raumschiffmüll, Christa rennt da hinten hin. Wir versuchen uns um Metall zu kümmern, weiterhin, wie so häufig. Es geht immer ums Metall. Man kennt es. So, wir werden hier auch mal eben kurz hier was reinziehen. Und zwar mal den hier. So. Hat sie hier auch so ein bisschen Platz. Und ich denke, wir sollten hier auch noch einen Sessel reinsetzen. Hier schön aus Leder. So. Ja, das gefällt doch ganz gut. Zumindest mir. Wir können natürlich jetzt noch Teppich reinmachen. Lassen wir erstmal so. So, wie haben wir es denn hier gelöst? Ja, hier haben wir das auch schon so gemacht, ne? Hier haben wir auch schon aufgeteilt. Hier haben wir letzten Endes nur Verbände. Hier könnten wir darüber nachdenken, das auch so wie in der fünften Staffel zu machen, dass wir hier jetzt zum Beispiel nur Heilsalben haben. Dann kopieren wir uns das Ganze und schmeißen auch hier nur Heilsalben hin. Gleiches auch hier hinten bei Rita. Rechts hatten wir jetzt die Verbände. Warte, das machen wir jetzt anders. Wir setzen hier tatsächlich so. Immer auf der rechten Seite. Hier zum Beispiel dann auch. Ach guck mal, hier haben wir nur einen. Moment mal. Hier ist überhaupt kein Platz. Mensch, hier müssen wir mal ein Fenster wegnehmen. Wie machen wir das denn am besten? Ich würde sagen, wir nehmen das vordere Fenster einmal weg. Das Fenster werden wir einmal wegnehmen. Und dann verlängern wir das Regal mal hier so ein Stückchen zur Seite. So machen wir das. Ja, eigentlich wollte ich mich auch um die Verteidigung kümmern, ne? Ja, es ist eben immer so, also ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber bei mir, das Spiel lenkt mich einfach ständig ab. Ja? Ist nicht so, dass ich mich ablenken lassen würde, sondern das Spiel aktiv sagt es, guck mal, du willst eigentlich das machen, aber guck mal, was du hier machen kannst. Mach doch mal besser das hier. Und dann sage ich natürlich sofort bereitwillig, ja gut. Ist auch eine Möglichkeit. So, das haben wir. Und jetzt haben wir hier starke Hitzewelle haben wir jetzt erstmal. Und hier setzen wir dann Erste-Hilfe-Kästen. Setzen wir dann hier ein. So, haben wir hier heil sein. Genau, und warte, was? Hier. Erste Hilfe. So. Einschränkung kopieren. Hier ganz links auch Erste-Hilfe-Kästen. Und hier hinten bei Rita machen wir das. Warte mal. Heilsalbe. Antibiotika. Na gut, dann machen wir jetzt einfach die Verbände. So, da haben wir jetzt hier die Verbände, dann hat Rita eben keine Erste-Hilfe-Kästen. Ist aber auch nicht so wild, weil in dem Ersten-Hilfe-Kasten ist im Grunde genommen einfach alles drin. Die Dinger sind sowieso eigentlich ein bisschen zu OP, weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, die werden verbraucht, wenn eins der Teile darin verbraucht wird. Also wenn man nur Antibiotika braucht, ein paar Mal, dann ist, glaube ich, der gesamte Erste-Hilfe-Kasten weg. Soweit ich mich da nicht täusche. So, Verteidigung. Verteidigung, Leute. Wir haben keine Waffen mehr. Hier wird auf Arbeiter gewartet. Jack ist hier aktiv. Jack schneidert. Kohlenstoffweste. Okay. Ach ja, richtig, die Kohlenstoffweste. Da wollten wir... Ja, die nehmen wir ruhig mit. Das ist okay. Da hatten wir so ein bisschen auf die Temperaturen geachtet, ne? Weil ich mich recht entsinne. Und in der fünften Staffel hatten wir ja ein Problem bezüglich der Wintertemperatur. Müssen wir allerdings hier. Hier brauchen wir keine Pullover. Ich hatte nur gerade daran gedacht, dass da ja irgendwas in der fünften Staffel war. Und ja, ich weiß übrigens gar nicht. Ich darf nicht so viel über die fünfte Staffel reden. Weil das Problem ist, es könnte sein, dass ich euch spoiler, merke ich gerade. Falls ihr die fünfte Staffel auch verfolgt. Ja, ich werde mal an die fünfte Staffel mal gar nicht mehr so viel denken, sondern ja.
Ja, das ist eben der Nachteil an so vielen Folgen, die am Stück aufgenommen werden, ne? Aber die Vorteile überwiegen, ganz klar. So, wir haben weiter eine starke Hitzewelle, das ist in Ordnung. Den Kühlraum müssen wir uns dann natürlich auch einmal basteln. Schön wäre es, wenn wir bessere Energiegewinnung hätten, ne? Das wäre schon sehr gut. Und ich hatte ja überlegt, ob wir hier unseren Crafting-Raum hinsetzen oder hier unseren Crafting-Raum hinsetzen. Und ich tendiere jetzt doch eher zu diesem Bereich, weil das näher an dem eigentlichen Eingang ist, sprich an der Verteidigungsanlage. Wir werden nämlich hier hinten, könnte es durchaus sein, dass sie dann hier mal die Zäune angreifen, in dem suboptimalsten Fall, weil sie eben hier ran wollen. Und wenn wir hier sind, dann werden sie höchstwahrscheinlich eher hier den Weg, den freien Weg gehen. So, das funktioniert soweit alles. Was gerade nicht funktioniert, ist hier unsere Batterie. Metall sieht ganz gut aus, soweit 69. wir werden einmal mystischer Hain war für Holz, glaube ich, hauptsächlich. Raumschifftrümmer. Wir erkunden einfach mal. Wir schicken Rita mal auf Erkundungstour. Mal gucken, ob sie noch was Neues entdeckt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob wir da schon so weit komplett durch waren oder ob uns da noch was fehlt. Schauen wir einfach mal. So, bevor wir hier anfangen, unsere Crafting Area zu bauen, sollten wir erstmal ein bisschen Holz zusammensammeln. Und wir müssen einmal gucken, Jack ist jetzt hier zugange. Jack sollte eventuell beim Erstellen mal ein bisschen weiter vorne sein. Machen wir folgendes. Wir werden mal hier jeweils auf 4 gehen. Beim guten Jack. Und dann sollte er jetzt eigentlich, wenn er das alles nicht zu tun hat, nur wenn er mit Erstellen durch ist, dann springt er nach Anfertigen und Schneidern. Sprich, wir haben jetzt die Reihenfolge gerade verändert von erst Anfertigen, Schneidern, dann Erstellen. Haben wir verändert zu... Ah Mist, er liefert dann aber auch, ne? Dann setzen wir mal Liefern auch noch auf 3 und das beides auf 4. So. Jetzt ist im Grunde genommen die Reihenfolge von allem im Grunde genommen die gleiche. Nur, dass er erst erstellt und dann anfertigt und dann schneidert. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Erkundung abgeschlossen. Rita, geh mal sofort dahin. Landekapsel, klettere hoch und finde heraus, was es ist. Mittlere physische Fähigkeit birgt ein gewisses Verletzungsrisiko. Komm, wir schaffen's. Öffne sie. Was hast du gefunden? Brandneue Teile einer speziellen angefertigten Railgun. Das könnte eine Railgun 2.0 sein, ne? Ja, das ist okay. So, hier haben wir jetzt einen fröhlichen Angriff. Jetzt sind hauptsächlich die kleinen Viecher. Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, müssen wir uns keine Gedanken machen. 22 Uhr ist es, sprich, gegen 4 Uhr werden sie angreifen. Heißt, gegen 2 Uhr werden wir mal alle nach vorne ziehen. Sehr schön. So, also Jack müsste jetzt eigentlich hier häufiger mal hier rumstehen und dann eben erst hier vorne an die Crafting-Tische flitzen. Denn ich denke, dass wir immer dafür sorgen sollten, ausreichend Waffen auf der hohen Kante zu haben. Energie sieht soweit noch sehr gut aus. Wir entladen natürlich in der Nacht, aber das ist nicht allzu problematisch. Tagsüber sollten wir da ausreichend Energie wieder produzieren. Wir müssen mal gucken, wie es aussieht, wenn wir hier die Klimaanlagen einbauen. Dann brauchen wir auf jeden Fall bedeutend mehr. Ja gut, die Zeit verging jetzt schneller als erwartet, ehrlich gesagt. dann brauchen wir auf jeden Fall bedeutend mehr Energie. So, Freunde, kommt ihr schon? Wo kommt ihr denn? Da kommt ihr angeschissen. Das sieht gut aus. Gut, dann würde ich auch fast vorschlagen. Genau, ihr stellt euch einmal ein bisschen näher hier ran. Einmal hier hin. Dahin. So. Rita ist auch wieder da. Du kommst mal direkt mit. Du blutest ja jetzt nicht so sehr. Du kannst auch mal schnell hier hinflitzen. Genau so.
So, dann kommt mal ran, Freunde. Wo bleibt ihr denn? Mensch, ihr braucht lange. Mann. Also die Angriffe früher, die waren auch schneller. Unsere Zufriedenheit sieht insgesamt ganz gut aus. Christa ist relativ weit unten. Aber insgesamt bin ich da sehr zufrieden. So, bisher werden auch keine Tore angegriffen. Das ist auch sehr gut. Sie kommen weiterhin bis zum Flammenwerfer. Das wird auch immer passieren. Na, guck mal hier. Der hier kann fröhlich durchschießen. Ah, jetzt. Okay. Das war kein Problem. Weiter geht's. Wie viel Insektenfleisch haben wir eigentlich aktuell? 548. Das ist gut. Rita kann sich jetzt einmal behandeln lassen. Wird sich... Ach, guck mal. Sie hat doch noch was entdeckt. Nervenzusammenbruchsrisiko von zwei Menschen. Einmal von Christa. Du musst was essen, ne? Christa, komm, iss mal was. Bisschen Entspannung wäre für dich auch nicht schlecht. Rita erholt sich gerade. Das sollte sich also gut erholen. Also insgesamt, auch die Zufriedenheit sollte sich ganz gut erholen. Mache ich mir jetzt nicht zu viele Gedanken. So, Jack ist ja jetzt auch mit dabei, was Reparieren angeht. Genau, da steht er sofort mit dabei. Sehr schön. Dann passt das Ganze ein bisschen schneller. Wunderbar. So, und jetzt gucken wir mal, ob Jack, genau, der flitzt jetzt los und soll craften. Mal gucken, was er craftet. Er craftet... Was? Moment mal. Wieso rennt Jack jetzt an die Holzwerkbank und nicht... Hast du nicht ausreichend Fähigkeiten? Kannst du das gar nicht? Ach, du kannst die gar nicht. Deine Fertigkeitsstufe ist zu niedrig. Ja, das erklärt natürlich einiges. Guck mal, Pulsgewehr kann er, aber... Warte mal. Dann werden wir doch einfach mal Folgendes tun. Dann schmeißen wir das Pulsgewehr nach vorne. Dann kann er zumindest die einmal herstellen. Eine Raygun hat Rita tatsächlich mitgebracht mit 2.0. Aber, ja. Jetzt müsste Jack aber dahin gehen, oder? Ja, also Pulsgewehr kann er. Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt müsste er eigentlich als erstes... Gut, jetzt entspannt er sich erstmal. Jetzt geht er erstmal pennen. Okay, da müssen wir jetzt... Da gucken wir jetzt nochmal drauf. Warte mal. Das war das Problem. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. So, dann gucken wir jetzt nochmal hier da drauf, ob Jack jetzt als erstes erstmal hier rumflitzt. Schön wäre es. So, das sieht insgesamt eigentlich ganz gut aus. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Ausgeschlafen sind sie ja immer einigermaßen alle, ne? 47, naja. Ja, so einigermaßen, ne? Hier. Samantha ist nicht ganz so fit. So, Melody weiß nicht, was sie tun soll. Hat zu früh schon ausgeschlafen. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Jetzt gucken wir mal auf den Jack gleich. Jack pennt noch weiter. Die anderen tun schon mal wieder ein bisschen was. Und jetzt sollen sie sich gleich erstmal alle entspannen. Genau. Auch Melody. Genau. Super, das funktioniert. So, Jack isst was. Jetzt warte mal. Achso, Jack hat sich hier hingesetzt. Ja, warte mal. Das hier ist Vivian, ne? Da möchte ich ganz gerne hier auch einmal Vivian zuweisen. Sollten natürlich hier und da nochmal einen Sessel hin puppen, ne? Vielleicht können wir hier so einen Sessel hinschmeißen. Warte mal. Möbel. Sessel. Ist abwaschbares Leder. Das geht unter der Lampe, geht wunderbar. So, Jack. Okay, jetzt geht er natürlich erstmal Bäume fällen, ist klar. Das ist auch alles richtig so. Er soll ja auch erstmal den ganzen anderen Kram machen. Und, also erst reparieren oder bauen. Dann soll er erstmal Holz fällen, weil dann in der Zwischenzeit schon mal wieder Bäume nachwachsen können. Wie viel Getreide haben wir? 314, das ist auch nicht sonderlich viel. So, jetzt geht Jack reparieren, beziehungsweise bauen.
Wunderbar. Jetzt bringt Jack erstmal von A nach B, was auch, das ist erledigen, was er gerade macht. Das ist auch richtig. Jetzt geht er craften. Und zwar hier, so wie er es soll. Sehr schön. Okay, das funktioniert. Ja, man muss immer darauf achten, wenn irgendein Survivor nicht das macht, was man eigentlich erwartet, dann kann es gut sein, es ist nämlich schon häufiger passiert, dass einfach der Skill nicht ausreicht. Das ist meistens der Hauptgrund. So, wer ist hier in Physio noch ganz gut? Melody ist auch richtig gut in Physio, ne? Warte mal, dann schicken wir Melody eventuell auch nochmal weg. Landekapseltrümmer. Schicken wir Melody mal da ein. So, wir haben jetzt noch eine Sternschnuppe. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Fürs Erz sollten wir das vielleicht mal mitnehmen. Wir müssen darauf achten, dass wir mal ausreichend Flüssigtreibstoff da haben. Wie viele Insekten? 498. Ja, das sollte ganz gut passen. Das sollte schon gehen. Melody, auf geht's. Wunderbar. Warte mal, du. Moment mal. Hast du gerade Notration gegessen? Ich habe ganz eindeutig Notrationen gesehen bei ihr, obwohl sie das eigentlich gar nicht darf. Vielleicht ist es bei Expeditionen eine Ausnahme. Vielleicht haben die es einprogrammiert, dass sie sich da auf jeden Fall eine Notration auch nehmen können. Wobei, aber es war doch auch alles andere da, ne? Das wundert mich jetzt. Sie hat eine Notration verbraucht, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürfte. Interessant. Naja, man weiß es nicht. So, das hier können wir abreißen. Das Regal brauchen wir nicht mehr. Dafür haben wir jetzt die anderen drei. Wunderbar. Jack wird dann hier Landekapseltrümmer. Gute Arbeit, sehr schön. Altmetall, Notration. Siehst du, sie hat eine Notration verbraucht, bringt aber auch direkt wieder mehrere mit. Dann ist das in Ordnung. Oh, hier, Vorsicht, aufpassen. Die schneiden wir einmal und bringen da auch sofort mal. Wir schicken da direkt mal Rita vorbei. Sehr schön. So, wunderbar. Ja, ich würde sagen, läuft alles sehr gut. Wir müssen uns nur, wie gesagt, weiter um die Verteidigung kümmern. Dann machen wir dann mal so ab der nächsten Folge. So grob zwischendurch, ne? Schauen wir mal. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit, Likes und Kommentare. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Vielen Dank für den extra Support auf Ko-fi. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.